Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Video 1 des Orange on Black HTML Crashkurses, in dem wir euch die Sprache HTML näher bringen wollen. Als erstes, was könnt ihr von diesem Kurs erwarten? Ihr könnt von diesem Kurs erwarten, dass wir diese Seite hier machen. Der ganze Kurs wird sich damit beschäftigen, an einem großen Beispiel, also dieser Seite hier, euch die Sprache HTML vertraut zu machen und euch alle Objekte und Begriffe zu erklären, so dass ihr am Ende des Kurses selber so eine oder auch eine ganz andere Seite erstellen könnt. Und das in, sagen wir, 30 Minuten. Oder wenn ihr genau wisst, was ihr machen wollt, dann sogar vielleicht nur in 15. Also, was ist eigentlich HTML? Denn man kann ja nichts lernen, wenn man nicht weiß, was es ist. HTML ist keine Programmiersprache. Das muss man betonen, denn es herrscht immer noch bei vielen Leuten der Glaube, HTML wäre eine Programmiersprache. Aber man erstellt mit HTML keine Programme, schon gar keine interaktiven Programme, sondern es ist eine sogenannte Seitenbeschreibungssprache. Hört sich doof an, ist aber so. Also eine Seitenbeschreibungssprache wie HTML sagt also nur, wie eine Seite aussehen soll. Also zum Beispiel diese hier, sagt, wo welcher Text sein soll und welche Farbe der Hintergrund haben soll und wie das gesamte Design ist. Man kann auch Bilder damit einbinden oder seit HTML5, auch ohne zum Beispiel Flash, kann man in HTML auch Videos einbinden, die man dann abspielen kann. Das ist also eine Seitenbeschreibungssprache. Das kann HTML. Aber HTML ist nicht interaktiv. Das Interaktivste, was es an HTML gibt, sind Links. Also nur den Browser anweisen, eine andere HTML-Seite zu laden. Das ist nicht wirklich interaktiv. Man könnte also zum Beispiel keine Uhr oder kein aktuelles Datum hier oben einfach nur reinmachen, das sich dann automatisch selber aktualisiert oder vielleicht sogar mit dem Benutzer interagiert. Das kann HTML nicht. Wir wollen euch in diesem Crashkurs eine moderne und flexible Arbeitsweise mit HTML beibringen. Es gibt auf YouTube immer noch viele HTML-Tutorials, die im Grunde genommen Methoden aus der Steinzeit verwenden. Da wird dann höchst kompliziert mit irgendwelchen Tabellen versucht, die Seite zu strukturieren. Das ist äußerst aufwendig und viel zu kompliziert. Wir wollen hier auf moderne Weise flexibel und einfach mit HTML arbeiten. Wir wollen also auf eine moderne Weise arbeiten und die Sprache so flexibel und auch einfach wie möglich anwenden. Und das soll es im Grunde genommen auch schon von dem ersten Video gewesen sein. In den nächsten Videos lernen wir dann also, welche Programme wir verwenden werden und kommen dann auch schon zu der eigentlichen Sprache. Also viel Spaß beim HTML-Lernen und bis zu den folgenden Videos.